Wann ist es denn nun endlich soweit? Der Babybauch von Eva Longoria, 43, scheint immer größer und größer zu werden. Doch mit ihrem neuesten Foto in den sozialen Medien könnte der Desperate Jose Gives Star jetzt einen entscheidenden Hinweis auf den Geburtstermin ihres ersten Kindes geliefert haben. Denn während sich ganz Fußball-Deutschland noch immer über die gestrige WM-Auftaktpleite gegen Mexiko ärgert, feiert die Schauspielerin mit mexikanischen Wurzeln den Erfolg ihres Heimatteams mit diesem vielsagenden Hashtag auf Instagram. Auf geht's, Mexiko, schreibt die 43-Jährige zu einem Schnappschuss, der sie hochschwanger im grünen Trikot der mexikanischen Nationalmannschaft zeigt. Auf ihrem kugelrunden Babybauch liegt dabei das gleiche Trikot noch einmal im Mini-Format. Wie sie in ihrer Instagram-Story verrät, habe ihr Ehemann Jose Baston, 50, ebenfalls Mexikaner, das Fußball-Outfit für den Nachwuchs besorgt. Warum? Das Baby ist für das nächste Spiel bereit, heißt es im Hashtag der werdenden Mama. Kommt das Baby noch diese Woche? Die mexikanische Nationalmannschaft tritt am Samstag zum nächsten WM-Gruppenspiel gegen Südkorea an. Können Longoria und ihr Mann dann also schon zu dritt sein? Die beiden erwarten einen Jungen. Für das Paar, das sich 2016 in Mexiko das Jawort gab, wird es das erste gemeinsame Kind sein. Denn während der 50-Jährige bereits 4 Kinder aus seiner früheren Ehe mitbringt, blieben die beiden Ehen der Schauspielerin kinderlos.